Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rival Stars in der Desktop Edition. Heute wird unser Rabicano-Hengst erwachsen. Leider nicht ganz so gut von der Stufe. Och, wie süß. Leider nicht ganz so gut von der Stufe wie unser Stütchen, wie unsere Painted Rose. Er ist ja nur Stufe 5 und noch nicht Stufe 6 wie sie, aber er hat halt eine ganz, ganz, ganz besondere Farbe. Und da freue ich mich drauf, dass wir den bekommen haben. Liberty Lime, der Name ist natürlich sehr, sehr cool. Der gefällt mir. Liberty, muss ich mir auch mal merken. Ich habe schon wieder vergessen, euren Namen aufzuschreiben. Es gibt's nicht, aber ich habe halt einfach so wenig Zeit momentan, dass es wirklich tricky ist, irgendwie irgendwas zu schaffen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Können wir eigentlich gerade noch neue Boxen bauen? Pferdeboxen hinzufügen? Ja. Das war's schon. Wir haben jetzt zwei leere Pferdeboxen. Ich wollte immer noch gerne mit der Palomino-Zucht weitermachen, aber wir gucken jetzt erstmal nach Faraway Discovery. Denn den möchte ich jetzt noch ein letztes Mal füttern. Ihr seht es, ich habe richtig krass Kohle gemacht, noch im Off. Ja, also wirklich richtig viel. Wir haben etwas über 700.000 Credits gerade. Ja, ich habe dezent übertrieben. Gesundheit. Aber dadurch wird der kleine Mann einen Bonus von 6 haben. Das heißt, er startet dann mit 54 Geschwindigkeit, 52 Sprintenergie und 54 Beschleunigung. So, Position hinten ist jetzt nicht so ganz meins, aber naja gut. So, überspringen zu Hengst. Und hier sehen wir ihn jetzt. Und er gefällt mir sehr, sehr gut. Faraway Discovery. Oh, richtig schicker Kerl, finde ich. Was hatte er nochmal für einen Stammbaum? Sind auch helle Pferde drin. Vielleicht sollten wir ihn mal auf unser Stütchen schicken. Wir können ja mal gerade gucken. Icy Harmony. Icy Harmony wollte ich verkaufen. Ja, die verkaufe ich. In der sind wir auch noch nicht viel unterwegs gewesen. Ich weiß, aber... direkt wieder ein bisschen Platz bekommen. Ich weiß auch nicht, wie lange Cloud Barometer und Vickers Victory noch bei mir bleiben werden. So. Pferd züchten. Lass uns mal schauen, was wir hier gerade für Hengste drin haben. Gracious Zebra. Okay. Blush Bridge. Was hat er? Er ist auch so ein bisschen cremig. Aber er hat keine Palominos drin. Was ist denn mit ihm hier? Der hat nur leider nicht ganz so tolle Werte. Also wenn ich züchte, dann gucke ich natürlich schon wegen den Werten. Oh! Hat aber interessante Pferde hier drin, muss ich sagen. Hier haben wir jede Menge Helle drin. Wir schicken ihn mal auf sie drauf. So, 10 Minuten, das heißt, ihr seht in der nächsten Folge, was da für ein Fohlen mal rumgekommen ist. Und dann können wir immer noch Pferd züchten. Können wir immer noch auf Vickers Peach nochmal ihn hier drauf packen. So. Bunga Bunga Party im Stall. Ach, so kann ich das Video nicht nennen. Dann kriege ich hier einen Strike. So. Gut. Lasst uns mal schauen. Anpassung? Nee, Fähigkeiten. Ich möchte jetzt natürlich auch unserem neuen Hengst ein paar neue Fähigkeiten, also eine Fähigkeit verpassen. Schneller Lerner wäre eigentlich ganz cool. Friday's Fool bekommt... Habe ich das gerade nicht? Habe ich tatsächlich gerade nicht. Das ist natürlich doof. Boah. Geben wir ihm das hier einfach mal. Bronze ist jetzt gerade nicht so wichtig. Und ich möchte, wie gesagt, möchte ich ein Set für ihn aussuchen. Ein schönes. So, wo haben wir ihn denn? Hier haben wir ihn. Scheuklappen. Theoretisch könnten wir auch mal ein Pferd mit Scheuklappen laufen lassen. Gucken wir mal. Was haben wir eigentlich hier momentan für Sattelzeug? Mit 9 schalten wir erst die nächsten Sachen frei. Das ist tragisch. Vielleicht hier so ein heller Sattel?
Was ist das denn? Ausgewählt. Heiße Kiste. Was passt denn dazu? Pionier Orange. Ach, das ist der. Das ist. Ah, das ist die Decke, die dazu gehört eigentlich. Ah. Dann könnten wir ihm die doch eigentlich auch verpassen dazu. Und das wäre heiße Kiste, das wäre die Scheu. Oh, guck mal hier. Ja. Das ist doch cool. Mondglück. Georgia Pfirsich. Reiche Zeder. Königszeder. Schattenzeder. Scharlachzeder. Eisensand. Das sieht aber auch schön aus. Das ist heiße Kiste. Ja. Machen wir doch mal, oder? Die 75.000, die zahlen wir doch aus der Portokasse, Mensch. Aber es steht ihm gut, oder? Was meint ihr? Finde ich sehr, sehr schön an ihm. Dann können wir doch mal ganz, ganz kurz gucken. Faraway Discovery. Oh, uns fehlt das. Egal. Kaufen wir jetzt einfach. Den trainieren wir jetzt erstmal so weit, wie es geht. Oh, das heißt, dass ich jede Menge von diesem Futter kaufen muss. Wir haben gar nichts mehr von dem Bronzezeug. Fast gar nichts mehr. Lass uns mal gerade gucken, was noch am Markt ist. Oh, das kaufen wir auch gerade direkt, weil da haben wir nämlich nichts mehr von. Haben wir hier was abgeschlossen? Schneller Lerner. Ach toll, jetzt haben wir das bekommen. Naja, könnten wir jetzt natürlich noch umändern, mache ich aber erstmal nicht. Neues Fohlentreffen. Hä, wie, was? Ja, das ist schon da. Haha. Dann sehen wir das schon diese Folge. Oh, es ist wieder kein Palomino geworden. Aber der dürfte Dapples haben, oder? Hengstfohlen. Ist auf jeden Fall süß, aber... Hm. Desperate Drop. Sandwich Space Evening Option. Discovery Dream. Thief Turbo. Oh mein Gott. Complete Story. Der Name ist cool. Cappuccino Flame. Auch süß. Aber im Endeffekt ist es egal, wie ich ihn nenne, weil der wird mich sowieso verlassen. Der ist zwar cool, der gefällt mir gut, der ist hübsch, aber ist halt Stufe 3. Ich habe die Hoffnung, dass es mal irgendwie klappt, dass wir vielleicht einen Stufe 4 Palomino rausbekommen. Das wäre schon ziemlich cool, ja. Fohlenboxen, Pferd züchten. Noch besser können wir es nicht kriegen. Na, guck mal, wir haben ja eine 31-prozentige Chance auf einen Stufe 4 Pferd. Na gut. Lass uns mal ein Rennen simulieren, vielleicht mit. Lass ihn direkt das hier laufen. Er mag ja die kurzen Distanzen. Oh, Painted Peppermint hat kurzfristig die Mähne gewechselt. Ach, sehr, sehr schön. Guck mal, er mag die Distanz. Dann heuern wir mal Beam Martell an. Ich sage, dass er Sieger wird. Bin ich jetzt einfach mal ganz, ganz mutig. Und wir gucken uns das erste Rennen an, was er läuft, der kleine Mann. Das machen wir. So, jetzt bin ich doch mal gespannt, wie er sich schlagen wird. Startbox wird gezogen. Welche Startbox? Oh, Startbox Nummer 1. Ich hoffe, dass das auch unsere Platzierung werden wird. Dann wollen wir noch mal schauen. Wir sind ganz links. Der Start war schon mal gar nicht schlecht. Wir sind gut weggekommen. Guck mal, also die Scheuklappen, die Maske, die sehen, das sieht echt cool aus. Sind wir gar nicht mehr im Bild. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man ein Rennen simulieren lässt. Gott, wir sind sonst wohin. Jetzt haben wir uns gerade mal cool von der Seite gesehen und jetzt springt er wieder auf die Frontkamera. So kriege ich doch kein gutes Bild fürs Thumbnail, Mann. Ach, das Spiel weiß einfach nicht, was Frauen wollen. Ah. So, guck mal da, der weiße Poppes, der ist wie so eine Zielscheibe für die Pferde hinten.
Guck mal, wie er sich streckt, wie er sich streckt. Das ist eine sehr, sehr schicke Farbe. Also mit dem werde ich definitiv noch das eine oder andere mal züchten. So, wir haben jetzt noch 500 Meter to go. 500 Meter to go, also das dürfte er eigentlich ziemlich, ziemlich locker gewinnen. Ich glaube nicht, dass ihm das hier noch irgendjemand streitig machen kann. Das wäre jetzt eine geile Position für den Thumbnail. Jetzt ist der dumme, sind die dummen Rails im Weg. Ah! Das ist doch doof. Ja, und jetzt kommen wir nur noch in diese Ansicht rein. 200 Meter, jetzt fängt der Sprint an. Und jetzt dürfte er, genau, ach guck mal, aber da der hinten mit dem weißen Poppes, der jetzt Vierter wird, der ist auch sehr, sehr schön. Aber wichtiger ist, dass Faraway Discovery sein erstes Rennen hier gewinnt. Und zwar mit ganz, ganz klarem Vorsprung. Very impressive. Oh, gutes Sattel und Zaumzeug. Und wir haben vor allen Dingen auch Bronzefutter gewonnen. Das heißt, wir können ihn jetzt mal noch weiter trainieren. Der arme kleine Mann hier. Da ging ja nichts mehr. Das hier geht gerade noch nicht, das hier geht aber. So. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen, ohne dass wir was kaufen müssen. Ah. Ja, macht sich doch, der Kleine. Gut. Sehr, sehr schick. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Rival Stars. Dann gucken wir, was uns für zwei Fohlen erwarten werden. Hat's geklappt mit dem Stufe 4 Palomino und was kommt denn als nächstes bei unserem Spitzenfohlenzuchtversuch raus? Gucken wir mal und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitguckt. Bis dahin. Tschüss.